Holger, wo finde ich Kontakte? Und zwar nicht irgendwelche, sondern ganz wichtige Kontakte, also mit denen ich vielleicht entweder in Geschäftskontakt treten will oder die mir vielleicht woanders die Tür öffnen können. Hm. Gibt es da so Regeln? Ja. Nicht alle Kontakte, mit denen man zu tun haben möchte, findet man in der realen Welt, auf Veranstaltungen zum Beispiel, wo man sich trifft. Sondern manchmal macht es auch Sinn zu recherchieren. Gerade in Xing-Gruppen zum Beispiel, in Fachforen. Oft sind Xing-Profile auch auf Homepages verlinkt. Oder man findet sie auch einfach über die Suchergebnisse. Wenn man Spezialisten sucht, dann kann man auch darüber schnell zu Xing-Profilen kommen, LinkedIn-Profilen kommen oder generell auch einfach auf Homepages an Kontaktdaten kommen. Und ganz wichtig ist es eben, aus der realen Welt Menschen ins Digitale reinzuholen und sich da zu vernetzen, aber auch wieder in der echten Welt miteinander zu reden. Und wie spreche ich diese Menschen an? Also du sagst zwar, okay, meinetwegen, wenn es in der realen Welt ist, dann wissen wir ungefähr, wie das läuft. Aber im Netz, also muss ich da immer einen Grund haben? Soll ich einen Grund aufschreiben, warum ich den kontaktiere? Oder man ist ja manchmal auch ein bisschen schüchtern, ne? Am besten, man verxingelt sich mit jedem, der einem nur über den Weg läuft. Alle Kontakte mitnehmen und sammeln. In echt würde ich das nicht tun. Wichtig ist es eben, Beziehungen aufzubauen und bei der Kontaktaufnahme ein Warum und ein Wofür machen wir das mitliefern. Also immer mit Kontext netzwerken und den Leuten sagen, schön, dass wir uns getroffen haben oder ich habe da was Interessantes von Ihnen gelesen. Ich würde gern mit Ihnen in Kontakt treten, telefonieren, schreiben, damit wir gemeinsam etwas tun können. Wofür macht man etwas miteinander? Also es muss ein gewisses Ziel geben. Dann bekommt dieser Kontakt gleich auch eine gewisse Wertigkeit. Wenn mich jemand anschreibt und sagt, schön, dass wir uns gesehen haben, Ihr Vortrag war klasse, ich würde gerne mit Ihnen mal sprechen über Beratung Dings Pipapo, dann ist meine Motivation, sich bei ihm zu melden, mit ihm in Kontakt zu treten, viel höher, als wenn ich eine Anfrage bekomme und 5-mal klicken muss, was macht der eigentlich, was könnte der von mir wollen? Und wenn er dann nicht hinreichend attraktiv ist für mich in seiner Darstellung in den digitalen Kanälen, dann lasse ich den manchmal einfach so irgendwie liegen. Dann bleibt er da liegen, bis vielleicht jemand meiner Kontakte mal jemanden braucht. Ich höre da so ein bisschen bei dir raus, dass du sagst, ein gewisser Prozentsatz meines Netzwerkes, meiner Kontakte, sollte ich eigentlich auch im echten Leben kennen, damit dieses Netzwerk für mich auch funktioniert. Ja. Kannst du da sagen, wie viele der Kontakte man kennen sollte? Bei Facebook, und ich nutze das für sehr viel Privates, hab da hauptsächlich wirklich gute Freunde und Freunde, echte Freunde connected. Da würde ich sagen, mit 80% der Leute kann ich ein Bier trinken gehen. Bei Xing und LinkedIn, da muss man nochmal unterscheiden. Bei Xing würde ich sagen, so mit 60-70% aller Leute gehe ich einen Kaffee trinken, wenn ich in der Nähe bin, wenn die Zeit haben. Das sollte drin sein. Mit manchen hat man nur vom entfernten Sehen so ein bisschen Kontakt, den nimmt man mit, weil es der Sache dienlich ist, weil man in Zukunft vielleicht mal gemeinsam Abenteuer bestehen möchte. Da sollte man so ein bisschen gucken, dass man bei 60-70% überlegt. Dann hat man die Leute auch noch im Sinn und im Kopf, wenn es darum geht, sie zu verknüpfen mit Aufgaben, mit anderen Menschen Geschenke zu machen, dieses Social Media, denke ich, auch zu leben und umzusetzen. LinkedIn als internationaler Business-Kanal ist für mich zurzeit hauptsächlich eine Sammelstelle für Kontakte, die ich auch bei Xing habe oder für Kunden, die ich in der Schweiz oder woanders im europäischen Umfeld irgendwie kennengelernt habe, im internationalen Umfeld kennengelernt habe. Da passiert zurzeit aus meiner Sicht noch nicht viel Interaktion, aber es ist schon mal ein schöner Ort, um erstmal in Kontakt zu bleiben, einen Anlass später zu haben, um nochmal zu kommunizieren und dann auch den Kanal zu wechseln, ein Hangout zu machen, zu skypen und sich dann anders auszutauschen per Mail oder ähnliches. Erkenne ich, wenn ich auf ein Profil gehe, oder sagen wir so, ich erkenne es natürlich, ob derjenige das Profil lebt. Ist der dabei, ist der nicht dabei? Bedient er das irgendwie, weil er muss oder weil er nicht mehr rauskommt aus dem Netz oder so? Und kann ich auf die Funktion in Xing, dass ich merke, wer gerade mein Profil angeschaut hat, sollte ich darauf reagieren? Hast du da so ein paar Tipps dafür? Ja, natürlich. Indeed. Diese Impulse im Netzwerk, die da stattfinden, diese Erregungen, wie der Peter Kruse immer so schön sagt, ich liebe diesen Mann, die sollte man nutzen, aufnehmen und für gute Sachen verwenden. Und wenn da jemand ist, wo man sagt, so,
da könnte ich mir vorstellen, der ist zu gebrauchen für Abenteuer. Mit dem kann man was unternehmen, was erreichen, was machen. Der ist vielleicht auch einfach nur ein guter Multiplikator. Der alte, weise Mann im Team, auch diese Rollen braucht es in Netzwerken. Natürlich spricht man den an. Und das gibt es ja nicht nur bei Xing, dass man sieht, wer hat mein Profil besucht oder dass man in seiner Timeline sieht, was ist da so passiert, wer hat was gemacht. Da tut man öfter mal ein Sternchen ran und tut den Leuten was Gutes, kriegt auch wieder Sternchen zurück, das funktioniert. Sondern man guckt zum Beispiel auch mal bei Twitter genauer hin, wer folgt mir denn eigentlich gerade. Und so kann es passieren, dass man Aussteller auf Cebit und Hannover Messe wird. In echt passiert. Ich habe Twitter immer total unterbewertet, dachte mir so, naja, mal ein bisschen was rausschieben und koppeln mit Facebook, damit nicht so viel Aufwand. Aber ich habe meine Stände bei Cebit und Hannover Messe nur gehabt, weil ich den Projektleiter angerufen habe, der dort die Job and Careers organisiert hat. Und mit dem bin ich mir dann einig geworden. Wir haben telefoniert, ich mache das und das, wollen wir nicht das, 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 Vertrag, fertig. Also Twitter kann auch Auslöser sein, um in der realen Welt dann irgendwie nochmal was zu erreichen. Und das ist genauso für Selbstständige wie auch für Arbeitnehmer möglich. Da sind die Grenzen heutzutage ja eh fließend. Die Relevanz in einem Netzwerk wird doch unter anderem dadurch bestimmt, was ich für dieses Netzwerk auch tun kann. Das bedeutet ja, ich muss auch ein bisschen meine Perspektive verlassen, zu saugen aus dem Netzwerk, Informationen oder so, sondern auch immer die Frage, was gebe ich produktiv rein? Ja, ja. Man macht sehr oft im Digitalen wie auch im Analogen in der echten Welt Wetten auf die Zukunft. Man verschenkt einfach Informationen oder Güter, lädt mal jemanden zum Kaffee ein und weiß, irgendwann kommt was zurück. Und das pflegt man eben auch in Xing, LinkedIn, Facebook und in all diesen anderen Kanälen. Werte, Informationen teilen und am Ende kommt wieder was zurück. Das funktioniert erstaunlich oft. Das Ding ist, man darf es nicht verlangen und erwarten. Expectation Management, Erwartungsmanagement zu betreiben, ist da ganz wichtig. Es gibt keine Kausalität zwischen Aktivitäten auf Xing. Ich habe jetzt meinen Lebenslauf eingestellt und morgen möchte ich einen Job haben. Es ist eine Wette auf die Zukunft und irgendwann passiert was. Es kommt was zurück, mittel- bis langfristig. Kurzfristig sind digitale Netzwerke kaum zu gebrauchen, um messbare Erfolge zu bekommen, außer wenn man wirklich in die Breite geht mit 20.000 Followern und Kaffeemühlen verkaufen will oder irgendwas. Und ich finde bei solchen Sachen auch immer wichtig, dass man das Netzwerk auch anschaut. Also nicht nur, mit welchen Leuten bin ich im Netzwerk, was kann ich denen schenken, sondern auch auf Twitter. Was sind die Geschenke auf Twitter? Wie unterscheidest du das so für dich jetzt als Selbstständiger? Twitter ist für mich Spaß. Mhm. Erholung, Entspannung, wenn ich unterwegs bin, einfach mal was raushauen. Das ist nicht ernst gemeint. Nicht alles ist ernst gemeint, was ich dort twitter. Ich habe Leute in meiner Liste drin, die sind da drin für die Entspannung. Ich lese gern mal einen schönen Spaß oder irgendwelche hintergründigen Gedanken. Und dann habe ich aber auch Unternehmen drin. Ich habe News drin in Twitter. Das ist für mich ein sehr bunt gemischter Kanal und Psychologen werden mich dafür schlagen. Aber selektive Wahrnehmung ist in diesen sozialen Medien auch sehr wichtig. Man muss nicht das ganze Internet lesen. Ganz wichtig. Und nicht ausdrucken, Gottes Willen, keine E-Mails ausdrucken. Wichtig ist es, die Informationen anzunehmen, die man gerade gebrauchen kann, und alles andere runterrutschen zu lassen. Es ist keine verlässliche Kommunikation. Soziale Medien sind kein 1:1 Kanal wie E-Mail, wo ich es gelesen haben muss, weil der Sender die Erwartung hat, dass ich es lese. Auch da müssen die Menschen zulernen, bewusst zu kommunizieren und loszulassen und zu sagen, das, was ich da reinwerfe, ist einfach mal reingeworfen. Wer es liest, der hat was davon und wenn nicht, dann auch nicht so wild. Verlässliche Kommunikation findet meiner Meinung nach nicht in Facebook, nicht in Xing und LinkedIn statt. Die findet am Telefon in der echten Welt oder per E-Mail statt. Das sind jetzt ja aber recht weiche Ziele, mit denen du dann umgehst. Ne? So, ich gebe ein paar Geschenke rein, es wird mit Sicherheit auch was zurückkommen. Ich vertraue auf die Zukunft, ich vertraue auf mein Netzwerk. Wenn ich jetzt ein ganz konkretes Ziel habe, Jobwechsel, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte den nächsten Schritt meiner Karriere planen, da müssten ja dann auch eigentlich ganz konkrete Aktionen in den Netzwerken dann zu spüren sein, um auch meinen Netzwerken zu signalisieren, ich möchte da weitergehen, oder? Exakt, exakt, ja. Das ist eine Mischung aus Aktivitäten in der Welt hier draußen. Auch heutzutage gibt es noch Bewerbungen auf toten Bäumen. Also man druckt das noch aus auf dieses Papier und macht es in der schönen Mappe fertig und gibt es dem HR-Menschen dann in die Hand. Aber die Vorleistung, die man erbringt, die findet oft auch schon im Digitalen statt, dass man in den Kanälen seinem Netzwerk mitteilt. Ich suche.
ich bin bereit für neue Herausforderungen, ich möchte einen Job in dem und dem Bereich haben. Das klar auszudrücken, das klar zu sagen, ist ganz wichtig, dass das Netzwerk auch reagieren kann. Und das durchaus hin und wieder mal wiederholen, das schadet nichts. Die Kanäle dafür Stück für Stück zu bespielen, schadet nichts. Und einfach zu erreichen sein, dass man die Grenze zwischen Digitalen und Analogen schnell überwinden kann. Das ist ganz wichtig. Und dann geht das auch voran. Und dann muss man eben auch schauen, vielleicht macht es Sinn, sich nochmal ein Profil bei Monster anzulegen oder in anderen Jobportalen, die darauf spezialisiert sind. Und die dann auch wieder untereinander zu verknüpfen. Von Twitter auf sein Monster-Profil, von da wieder auf Xing, dann zu Gulp, je nachdem, ob man Informatiker ist oder Gartenbauer. Was auch immer, also die richtigen Kanäle dann zu nutzen. Ich kann mir vorstellen, dass man das mit ein bisschen Überlegung tun muss. Wenn ich Angestellter einer Unternehmung bin und in mein öffentliches Xing-Profil reinschreibe oder bei Facebook, ich bin offen für neue Tätigkeiten. Das kann den Chef ja auch motivieren, nochmal zu überlegen, möchte ich diesen Mitarbeiter denn vielleicht weiterentwickeln? Es kann also auch politisch motiviert interessant sein, da mal entsprechend zu kommunizieren und dem Zufall eine Chance zu geben, dass der Chef das liest. Okay, wir einigen uns darauf, dass man das vorher überlegen sollte. Genau, also bewusst kommunizieren, ganz wichtig, in allen Kanälen bewusst kommunizieren. Ja. Nicht überbewerten, nicht sagen, dass jedes Risiko gleich ein Schaden ist, das ist ganz wichtig. Also nicht in Stasis verfallen und nichts mehr kommunizieren, aber bewusst kommunizieren, ja. Die sozialen Netzwerke sind eine Bühne. Und wie lenke ich jetzt ganz viel Scheinwerferlicht auf mich? Wie werde ich ein Star? Also ich würde eher sagen, das ganze Leben ist Impro-Theater. Das ganze Leben ist eine Bühne. Wir stehen alle gemeinsam auf dieser Bühne. Vielleicht gehen wir manchmal ein bisschen raus und gucken anderen zu. Wir müssen viel lernen, abschauen, klauen mit Augen und Ohren bei denen, denen wir zuschauen und dann mitmachen, mit einstimmen in den Kanon, mitschwingen, Schwingungen aufnehmen, Branchen verstehen und bewusst Informationen reingeben, teilen. Ich glaube nicht, dass man sich selbst Experte nennen sollte. Man wird Experte genannt, wenn man Informationen freigibt, wenn man Geschenke macht, wenn man zeigt, ich kann loslassen, ich teile mein Wissen mit euch und dadurch kann man auch wieder zeigen, dass man für eine Stelle oder für einen Job, für einen Auftrag der geeignete Mensch ist. Und was erreicht man durch Menge, aber auch durch Qualität und durch Beziehungspflege. Ich mag es sehr, wenn Leute sagen, Mensch, Holger, das, was du da irgendwie gesagt hast auf der Bühne, das war cool. Komm doch mal bei uns vorbei, red mal mit meinem Chef. Dieses Word of Mouth, also einfach Empfehlungsmarketing darüber auch zu machen, das funktioniert ganz gut, wenn man die richtigen Themen hat, wenn man sie gut bespielt und wenn man offen ist und mit den Menschen kommuniziert, in der digitalen wie auch in der analogen Welt.